In Stolzenau, Niedersachsen, liegt das Cowboy-Kleinod Seven Gate Ranch. Und rein optisch passen die zwei gut ins Bild. Howdy, folks. Hallo, ihr Lieben. Wir sind Klaus und Rudi Neuhaus und leben auf der Seven Gate Ranch. Und die möchten wir euch jetzt mal zeigen. Da laden wir euch herzlich zu ein. Kommt mit. Es erwartet uns ein 5 Hektar großer Cowboy-Spielplatz mit allem, was Klaus Westernherz begehrt. Ich war früher Berufsfeuerwehrmann, bin aber jetzt in Pension und genieße mein Leben hier mit meiner Frau Gudrun auf der Seven Gate Ranch. In unserer Scheune, da leben die Pferde und hier wohnt auch die Flotte Helga. Die wohnt schon länger hier als Klaus und Gudi, kümmert sich immer noch um die Strohverteilung und war sogar im Kaufpreis enthalten. Zu dieser Ranch sind wir halt gekommen über meine Schwester, die hat das geerbt und wir konnten es ihr dann abkaufen und haben das auch, glaube ich, keine Minute bereut. Und mittlerweile sind wir ja nun auch schon 19 Jahre hier und ja. Da drängt sich die indiskrete Frage auf, wie wird das alles finanziert? Wir finanzieren die Ranch dadurch, dass wir ja beide ein Gehalt haben. Rudi arbeitet halt noch, ich bin ja mittlerweile pensioniert. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, während meiner aktiven Arbeitszeit das Haus abzubezahlen. Dadurch bleibt uns genügend, um normal leben zu können. Ja, hier kann man einen Blick in die Arena werfen. Die haben wir nach amerikanischem Vorbild gebaut. Mein erster Berufswunsch war, Cowboy zu werden, als ich Fury im Fernsehen gesehen habe. Und dann hat man gesagt, kann man hier nicht werden, gibt's nicht. Ne? Und ja, in Deutschland gab es das damals natürlich noch nicht. Aber man darf seine Träume eben auch nicht aus den Augen verlieren. Wir leben schon einen kleinen Traum von Amerika. Ja, von daher fühlen wir uns hier schon ganz wohl. Es ist einfach für uns der schönste Ort der Welt. Hier ist unser Reitplatz. Ja, das nutzen wir natürlich nahezu täglich, um die Pferde fit zu halten, denen auch Aufgaben zu geben, wo die mal nachdenken müssen. Ja, richtig gehört. So ein Pferd ist mehr als ein Reittier. Und welche Tiere gibt's hier noch? Das sind Zwergzebus, die werden nicht größer, als sie jetzt sind. Und ja, diese kleine Herde, die können wir gut gebrauchen, die schaffen es, unsere Wiesen nachzufressen. Unser Wohnhaus hier, das ist uns ganz wichtig, weil wir brauchen ja auch einen Platz zum Leben. Das ist ein altes niedersächsisches Bauernhaus. Ja, das ist 1911 erbaut worden und da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen. Niedersächsische Nüchternheit außen, amerikanischer Western-Charme drinnen. Kitchens are made to bring friends and families together. Und so ist es hier auch. Die Küche ist also dazu da, um Familie und Freunde zusammenzubringen. Es war uns wichtig, dass wir unseren Lebensstil, so diesen Western-Lifestyle, so ein bisschen behalten können. Also in einem Haus leben wir zu zweit. Ist natürlich riesig groß und eigentlich war uns von Anfang an wichtig, dass wir es uns gemütlich machen und dass wir ganz, ganz viele Erinnerungen aus unserem Leben in die einzelnen Räume mit hinein tun. Und all diese Erinnerungen haben mit dem US-Cowboy-Dasein zu tun. Ein Andenken hat aber einen ganz besonderen Stellenwert. Ja, das hat mit Amerika zu tun, dass wir in Arizona geheiratet haben. Ja, und das ist so ziemlich der schönste Tag nach wie vor, den wir mal so gehabt haben. Der ist jetzt 22 Jahre her und die beiden sind glücklich wie am ersten Tag. Wir sind immer noch nach wie vor gerne zusammen und leben zusammen und teilen das hier und was ganz Schöneres geben. Das besondere Leben auf der Seven Gate Ranch wird heute noch ein bisschen besonderer. Heute kommt mein bester Freund Ecki und wir haben vor, für das Horsemanship Camp zu trainieren. Horsemanship ist die Bezeichnung für den fairen und respektvollen Umgang mit dem Pferd.
Für die Vorbereitung auf das Trainingscamp kommt Kumpel Ecki extra mit seinem Pferd aus dem 270 Kilometer entfernten Brandenburg angereist. Na, mein Freund, jetzt. Die Cowboys verbindet 15 Jahre Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich bei der Berufsfeuerwehr. Alles Gute nachträglich noch zum Geburtstag. Danke. Warte, da haben wir noch mal was für dich. Für mich ist das Tier im Laufe der Jahre mein zweites Zuhause geworden. Und Klaus und Gudi sind für mich Familie. Und als Familie hält man zusammen. Vor allem unter Cowboys. Cowboy ist man im Herzen. Und das trifft auf Ecki und auf mich sicherlich zu. Hey, für eine echte Rinderarbeit brauchst du auch einen hinteren Bauchgurt. Cool. Und der passt gut zu deinem Sattel. Stimmt, der fehlt mir noch. Dankeschön. Gerne. Und dann habe ich was vorbereitet drüben in der Arena. Wollen wir mal ein bisschen positionieren üben? Jo, alles klar. Dann mal los. Bei dem Horsemanship Camp werde ich eine Gruppe mit Ecki übernehmen und wir freuen uns schon die ganze Zeit drauf. Das Horsemanship Camp ist ein Lehrgang, in dem der faire Umgang mit dem Pferd unterrichtet wird. Und da fängt die Cowboy-Arbeit so richtig an. Auf der Seven Gate Ranch in Niedersachsen lebt der pensionierte Berufsfeuerwehrmann Klaus mit seiner Frau Gudi. Mithilfe von Cowboy-Kumpels wurde aus dem Bauernhof diese Ranch nach US-Vorbild. Mit dabei war auch Klaus' bester Kumpel Ecki, der selbst eine 11 Hektar große Ranch in Brandenburg besitzt. Cowboy! Na, mein Freund! Jetzt! Bist du gut durchgekommen? Doch Ecki ist nicht zum Vergnügen da. Er soll Klaus bei seinem Reitkurs im Cutting unterstützen. Cutting ist eine Disziplin des Westernreitens, bei der ein Rind innerhalb von 2,5 Minuten von der Herde separiert werden muss. Ziel ist es, dass wir heute so weit kommen, dass Ecki mich unterstützen kann bei dem Rindercamp. Doch dafür müssen die Rinder erstmal ins Runde, den sogenannten Cattle Pen. Unser Vorhaben ist es, aus dieser Herde ein Tier zu separieren. Dabei kommt es darauf an, dass wir mit dem Pferd so an die Herde ranreiten, dass wir ein einzelnes Rind wegdrücken können. Und wir müssen unsere Pferde mit unserer Körperposition ausrichten, sodass die immer parallel zu dem einzelnen separierten Rind bleiben. Hört sich einfach an, ist es aber nicht. Wir probieren mal, eins zu separieren. Es ist gut, wenn ihr vielleicht so ein bisschen gegenüber seid, falls sich da irgendwer nicht bewegt. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass man in der Herde vom Pferd fällt. Weil auch die Bewegungen des Pferdes können schon spektakulär schnell sein. Und spektakulär schnell hat Klaus ein Rind von der Herde separiert. Immer, wenn sich das Rind bewegt, bewege ich mich auch. Aber hier wollen wir ja mal sehen, was das Pferd kann. Das Pferd wollen wir trainieren. Deswegen muss das Rind eigentlich immer in Bewegung sein. Ja, wer es sieht, dass es steht, kann drauf zureiten. Hey, hey, her, her. Cutting gehört zum Cowboy-Alltag wie Sattel und Hut. Die Separation dient beispielsweise der medizinischen Versorgung kranker Rinder. Die Schwierigkeit ist eigentlich, die ganzen kleinen Details zu beachten. Such dir ein Rind aus, geh langsam hin, lass die Hand so lange oben. Jetzt muss Ecki zeigen, was er kann. Greif nicht in den Zügel, sitze für Stopp, denk an den Schritt rückwärts, schau auf das Rind. Das sind schon viele kleine Nuancen, die man alle hier oben drin haben muss. Und das jetzt noch in einer gewissen Geschwindigkeit umzusetzen, das ist schon nicht einfach. Doch Ecki lernt schließlich vom Besten. Kumpel Klaus ist nämlich mehrfacher deutscher Meister im Westernreiten und ein sogenannter Horseman, der sich für die artgerechte Haltung und den fairen Umgang mit den Tieren einsetzt.
Dieses Wissen gibt Klaus in den Horsemanship Camps an seine Schüler weiter. Und Ecki hilft ihm dabei. Nicht hinterhergehen, bleib in der Mitte. Sonst werden deine Wege zu lang. Jawohl, linkes Bein nutzen, rechtes Bein, jawohl. Ah, gut so. Ja, jetzt haben wir das Pferd so positioniert an der einzelnen Kuh, dass man schon mal ein Rind separieren kann. Die Kunst ist es natürlich später, und da ist die Steigerung dann drin, dass man das auf einer Linie schafft. Ja, gut, linkes Bein, rechte Schulter vor. Bleib bei der Herde, gib Zügel hin, arbeite mehr mit dem Bein. Linkes Bein, ja, super. Wow, gut gemacht. Geh drauf zu, schieb sie raus. Ja. Wenn du das zu Hause weiter übst, arbeite ruhig an diesen Turns, versuch die Hand unten zu lassen, setz die Schulter immer mit ein. Aber ansonsten kann man sich das schon angucken. Wenn du das sagst, ja. Das Training ist erfolgreich beendet. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Das war doch heute ein schöner Tag. Erfolgreich, oder? So soll es sein. Ja. Doch wird auch bei dem Horsemanship-Trainingscamp alles genauso gut funktionieren? Aufpassen! Okay. Die Seven Gate Ranch in Stolzenau. Heimat des mehrfachen Europa- und deutschen Meisters im Westernreiten Klaus. Der trainiert heute mit seinem besten Kumpel Ecki für das anstehende Horsemanship Camp. Aber was genau ist ein Horsemanship Camp? Bei dem Horsemanship Camp geht es in erster Linie darum, dass Reiter, die sich dort angemeldet haben, mal eine professionelle Anleitung bekommen. Wir zeigen denen ein paar Techniken, mit denen die sich verbessern können. Und dort ist natürlich das große Highlight, dass wir dort an relativ großen Rinderherden arbeiten. Ich fühle mich sehr gut vorbereitet, das Pferd ist gut drauf, alles ist gut eingestellt. Und wir freuen uns auf die Teilnehmer, ne, dass wir hier den Leuten noch ein bisschen was vermitteln können und wir mit dem Wow-Effekt wieder nach Hause fahren. Die spezielle Disziplin, um die es heute hier im Camp auf dem Darß an der Ostsee geht, nennt sich Cutting. Dabei wird ein Rind durch den Reiter von der Herde getrennt. Heutzutage ist das Cutting eine der beliebtesten Wettkampfdisziplinen des Westernreitens und die Sportart, die weltweit mit den dritthöchsten Preisgeldern dotiert ist. Nach Tennis und Golf. Wir reiten, Ecki und ich, mit meiner Gruppe den langen Weg, sammeln die alle ein hinter dem Wäldchen durch, sodass die an dem Engpass von euch entgegengenommen werden können. Jetzt kommt es auf die gute Zusammenarbeit an. Das ist halt das Tolle, du formst ein Team und jeder hat seine Position. Jeder weiß, was er tun muss und soll. Und dann funktioniert das. Noch stehen die Rinder kreuz und quer auf der Wiese verteilt. Die Reiter müssen die Herde nun zusammentreiben. Da schlägt jedes Cowboy-Herz höher. Dank der guten Teamarbeit ist die Aufgabe schnell vollbracht. Die Herde steht zusammen, mit Ausnahme eines Ausreißers. Okay, das eine Rind steht so ein Stückchen außerhalb. Da reitet das Pferd so am Hinterteil an, dass das wieder zurückgeht zur Herde. Probier mal. Schön. Ja, gut so. Ja, gut so. Vorwärts reiten. Ja, super. Kannst ein Stück mitgehen, Ines. Ja. Gut. Als nächstes folgt die Übung Cutting, also das Separieren eines Rindes. Weiterer Sinn dieser Übung ist, dass wir letztendlich hier kranke Rinder aussortieren könnten und da reintreiben und dass sie dort behandelt werden können. Die nächste Übung, wieder
um die Herde herumreiten, ein Rind separieren. Jeder darf helfen. Wenn die Rinder rauslaufen, dürft ihr die zurückschicken. Klingt einfach, ist es aber nicht. Cutting ist eine Disziplin des Westernreitens und für Reiter wie auch fürs Pferd äußerst anstrengend. Bei Klaus, dem 14-fachen deutschen Meister im Westernreiten, sieht das dennoch sehr einfach aus. Aufpassen! Jetzt hat sich weggedreht, damit ist mein Ziel erreicht. Entweder es steht oder dreht sich von mir weg. Dann höre ich auf, das zu arbeiten. Klaus würde jetzt sagen, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Unsere nächste Aufgabe ist es, in kleinen Gruppen immer einen Bunch Rinder, da spricht man so von 5 bis 6 Stück, herauszutreiben und in den Pen dort drüben zu bringen, damit wir die verletzten Tiere dort herausholen können. Das ist eine Aufgabe, die sich erstmal sehr einfach anhört. Aber es wird sich zeigen, das kann schon ganz schön tückisch sein. Richtung Eingang drücken, genau. Drauf zu. Weiter. Nicht so viel Druck, aufpassen. Aufpassen. Lass die eine weg. Gut, haben wir ja durch, Ziel erreicht. Vorwärts. Vorwärts bringen, weiter. Drauf zu, komm, Katharina. Hopp, hopp. Hey, her, her. Hopp, 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 hopp. Her. So wird's gemacht. Auf dem Dars nähert sich der Trainingstag seinem Ende. Rinder und Pferde, Cowboys und Cowgirls haben alle Aufgaben gemeistert. Das Fazit der Trainer fällt dementsprechend positiv aus. Wir sind sehr zufrieden, weil es viele positive Dinge gegeben hat. Reiter, die ganz viel Vertrauen zu ihrem Pferd gewonnen haben. Ja, und das macht ihn ein Stück weit glücklicher und uns natürlich auch. Der anstrengende Tag klingt mit Lagerfeuerromantik aus. Wildwest-Nostalgie an der Ostsee.